Hallöchen zur 13. Episode, heute mit zwei Heimspielen, einmal bei der Papa Jones Trophy. Da reicht uns ein Punkt oder ein Elfmetersieg, wo wir zwei Punkte kriegen dann am Ende. Also, ich verstehe den Wettbewerb nicht so ganz, aber okay. Was heißt ein Coupé? Zählt für die erforderliche Mindestanzahl an qualifizierten Spielern. Okay, Hauptsache ich kann spielen. Das ist das Wichtigste. Ich spiele wieder mit Matt Gilks. Sean Miller ist wieder da. Wow. Unser Ersatzstürmer, wobei den brauche ich auch nicht mehr so wirklich. Alabaki ist da auch sogar besser gekommen. Das spielt für Montserrat. Für den Montserrat kommt am 17. wieder. Also kann er die beiden Spiele nicht machen. Das ist blöde. Aber das können wir jetzt nicht unbedingt ändern. Dann lassen wir es auch so. So, Baptiste, Delaney, links kommt wieder Gavin Jones. Raschel, Ali Crawford im Zentrum, Tom White, Lennox, RDG. Moinsen, wünsche dir auch einen wunderschönen Abend. Dankeschön fürs Einschalten. So. Dann hoffe ich mal, dass du hier direkt einen Sieg gleich sehen wirst. In der Partie. Keine Ahnung, Buddy, warum das nicht bei dir funktioniert mit den drei Spalten. Ich bin wirklich selbst überfragt. Ich würde gerne helfen, aber ich denke nur so. Oh. So, Steffen Tigges. 6 Tage, okay. 5 Wochen bis 2 Monate. Ja gut, George Taft, ich hätte ihn so schlimm, weil wir haben ja den Gavin, der ist zwar Rechtsfuß, aber gibt Schlimmeres. Gut. Dann wollen wir mal jetzt wieder mit 6 wechseln. Praktisch zurückrotiert, außer Matt Gilks. Ach, okay, Lennox. Also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß nicht, was dein letzter FM war, den du hattest. War das jetzt 20er oder hattest du erst vor 2-3 Jahren zuletzt eingekauft? Hier die größte Neuerung, habe ich das schon 1000 Mal gesagt, aber für alle, die es noch nicht wissen, ist auf jeden Fall der neue 3D-Modus, beziehungsweise die neue 3D-Engine. Die sieht deutlich hübscher aus und auch die Spielszenen sind viel realistischer als früher noch. Und vor allen Dingen werden auch die 1:1 Situationen häufiger reingemacht. Ah, du hast noch gar keinen geholt, Lennox, okay. Ja gut, dann auf jeden Fall ein Spiel, wo man am Anfang mit damit beschäftigen muss, um es zu verstehen. Aber es gibt ja zum Glück genug auch YouTube-Videos, da halt Streamer, die man sich angucken kann, klar. Anfängerguide sowieso. Ja, Buddy, du kannst mir einfach später gerne ein Bild schicken, dann kann ich mir das angucken. Eventuell schaue ich mir dann irgendwo auf meinen älteren Videos an, wie ich es ja selbst gemacht habe. Oder frag mal auf dem Discord-Server, eventuell kann da jemand helfen. Da gibt es doch bestimmt niemand, der es weiß. Okay, Lennox ist bislang nur FIFA-Spieler. Ja, gut, ist natürlich was anderes. Klar. Ah, die Crawford. Guter Schuss. Alles klar, Buddy. Dann einfach entweder auf den Server fragen oder im Bild schicken. Na, schau ich mal. Vielleicht erkenne ich dann auf dem Bild, wie du das machen kannst. Kann ja auch sein. Ganze Couchy, Buddy. Ja, der weit. Oh, Jos Vella. 1-0 für Shrewsbury. Viel zu viel Platz. Dann hoffen wir mal, dass hier in der zweiten Partie Newcastle U23 gewinnt. Dann sind wir auch bei einer Niederlage weiter. Dankeschön, Mookie Gluster. Schon wieder ein Raid, wie beim letzten Stream auch. Ian Doyle, perfekt. Dankeschön. Ein Hallöchen an die 4 Zuschauer plus Mucki selbst. Dankeschön, Dankeschön. Und Lennox, auch noch ein Follow. Auch dafür vielen, vielen Dank.
Am nächsten Türchen gibt es eine Überraschung, habe ich gehört. Ich habe die gerade gesehen. Überraschung. Danke. Ja, Johannes, das mit dem Raid habe ich gerade gesehen. Ich war dezent schneller. Aliquot 2:1 und das gibt wieder Jubel. Danke, danke, Mucki, für die Unterstützung. Du kommst rein in den Chat, direkt schieße ich hier 2 Tore. Dankeschön, dann wünsche ich dir viel, viel Appetitos. Gutos Appetitos. Wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Kevin Jones, Crawford. Die Lennox, das ist halt einfach die 4. Liga, wo wir spielen. Deswegen sind da allgemein ein bisschen weniger Zuschauer. Genau, guck mal, was der Bodyguard im Twitch-Chat geschrieben hat. Vor allem wegen FM-Multiplayer. Also wer möchte, sehr gerne reinkommen. Das mit Dento abonnieren muss nicht sein. Aber über was andere würde ich mich freuen. Es sind noch ein paar Plätze frei. Jetzt kommen wir wirklich so richtig ins Rollen hier. Und Delfoneso liegt noch zurück. Uneigennützig, der Gute. Kevin Jones. Komm, mach noch das dritte hier. Ja, Lennox, du kannst auch dein Stadion und die Einrichtung ausbauen, aber dafür, du kannst das jetzt nur indirekt beeinflussen. Du musst dazu mit dem Vorstand sprechen und die müssen das genehmigen. Also du kannst nicht so wie beim dem vom EA Sport, von EA, einfach das machen, wenn du gerade Lust drauf hast, aber an sich geht das ja. Du kannst deine Trainingseinrichtung ausbauen, Jugendeinrichtung, dein Stadion und halt noch viele andere Kleinigkeiten. Aber der Vorstand wird das jetzt nicht genehmigen, wenn du jetzt einen Zuschauerschnitt hast von 2000 bei einem Stadion mit 30.000. Also es muss schon für die auch Sinn machen. Dann haben die kein Problem, machen das bestimmt sehr, sehr gerne. Also Lennox, wenn du Discord hast und möchtest, kannst du gerne hier auf dem Server, dann kannst du noch andere Fragen stellen und so weiter. Da gibt es genug Leute, die sich damit auskennen. Stimmt, Castillo, das kann man wahrscheinlich im neuen Anstoß auch machen. Also selber einstellen. Ja, Lennox, das sind halt die reellen Stadien und die Bolton Wanderers haben halt ein großes Stadion. Ich glaube, irgendwas mit knapp unter 30.000. Die waren ja vor ein paar Jahren noch viele, viele Jahre in der Premier League. Deswegen habe ich den Verein genommen, weil es interessant ist. So, Greenwich wie Delaney. Wieder Weller. Der Schütze zum 1:0. In England geht es bis zur 6. Liga ohne Falls, aber man kann mit Patches und so weiter auch in Deutschland bis zur Kreisliga.
3-1. So, und dann kann wieder geschont werden. Also wenn du mit Patches kannst du eigentlich überall bis zur untersten Liga, wie du es dir wünschst, machen. So, ist Grove. Und Delfoneso kann auch raus. Rowan und Darcy. Zack. Ach, da ist er über eine Lennox. Kein Problem für Matt Gilks. Ah, ich sehe, der gute Skron ist wieder im Chat. Auch schon seit fast einem Jahr. Dabei, meinen Sie? Oh, schon gespielt von Norbum auf Pew. Das ging ja schnell, der Nox. Damit sind wir jetzt 92 Leute hier auf dem Server. Dankeschön. Für den Beitritt. Yendoi Alabaki vielleicht mit dem ersten Tor für uns? Leider nein. Oh, er hat ja schon mal ein Tor für uns gemacht. So, auf jeden Fall waren wir Gruppenerster in der Tabelle. Wie viele Runden es danach noch gibt, habe ich keine Ahnung. Ja, hab's gesehen, Lennox. Du bist beigetreten. Dankeschön. Also, wer auch Interesse hat, einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat oder in der Videobeschreibung, wenn ihr es. Also wie ihr die schaut. Ian Doyle 4:1 noch am Ende. Noch schön einen raushauen. Wie bei DSG nur 8. Es können so viel laufen, zwar wie es geht, oder? Oder muss man dafür irgendwie Premium erstellen? Wäre mir neu. Also von mir aus können auch 10.000 drin sein. Sehr gut. 4:1. Die Qualifikation ist... Ich habe bei dir schon viele Server gesehen, wo 300, 400, teilweise sogar wirklich über 1.000 sind. Das sieht doch gut aus. Über 10.000 Euro bekommen. Doyle braucht eventuell einen Poiskin. Sollte später kriegen. Jetzt aber erstmal Salford City. Ah, die FA Cup Runde zu Hause gegen Oxford United. Gegen den Drittligisten, okay. Aber wir haben Heimspiel, also eventuell. Ach, okay, dafür braucht man ein Premium. Mal gucken, vielleicht mache ich das dann. Wenn es am Ende so viele sein sollten. Dafür gerne. Wegen Salford wieder ohne Comley. Leider. Dann wird wahrscheinlich Adam Senior wieder als Rechtsverteidiger hier auflaufen müssen. Gucken wir mal. Sean Müller kritisieren, kannst du nur so schlecht trainieren. Ja, ich werde ihn verkaufen. Der ist auch 33. Kommt für 1.000 Euro vielleicht.
Mir hat mal gefragt, warum ich immer 1000 bezahle oder fordere und nicht einfach für umsonst. Aus Prinzip, um ein bisschen Geld zu kriegen. So, Luca und wir hauen natürlich wieder rein, auch wenn das Netflix ganz gut gemacht hat, die beiden Partien. Ich habe es einfach benutzt, um Spielpraxis zu sammeln, ne? Und damit er vielleicht nicht zu unzufrieden ist am Ende. So, ja, Raschel und Crawford bräuchten Päuschen. Ron und Darcy kommt für ihn. Und Sarcevic für Tobi Raschel. Weil Tobi Raschel kann durchmachen. Dann haben wir eine Woche lang auch keine Partie, also keine englische Woche. Das ist ja mal geil, oder? Danach Stephen H. Oder Stephen H. Arge. I have not good English. My English is very, very bad. Ja gut, mal der Vertrag auflösen, wäre glaube ich ein bisschen zu teuer, oder? Das kostet ja. So. Ja, komm, kommt auf die Bank. Steffen Tigges in 2 Tagen wieder dabei. Ja, Tigges ist sowieso besser. Also, klar. Okay, Buddy, laut Google ist Useranzahl nicht begrenzt, noch nicht. Ja, dann kommt alle rein, meine lieben Zuschauer auf dem Discord-Server, schnell hier auf 1000 hochballern und dann könnt ihr ruhig eine Begrenzung machen von 100. Die werden wahrscheinlich niemand rausschicken. Aber Sean Millers Vertrag läuft so bestimmt aus, oder? So, Liga-Alltag gegen Salford, dem Tabellen-15. Konnte sie nicht mehr sehen. Das ist ja nett. Stell dir vor, der Trainer im Profifußball sagt so zu einem: Ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Bitte, geh einfach. Bitte. Okay. Alles klar, Buddy. Dann danke fürs Einschalten. Ich wünsche eine gute Nacht und ich hoffe, dir irgendwie helfen zu können. Sag ja, schick's mir, schick's noch in die Gruppe. Irgendjemand weiß doch bestimmt was. Die ersten Minuten nicht so gut. Weniger Ballbesitz, kaum Chancen. Gehen wir mal auf Kontern, vielleicht können wir das da ein bisschen Selbstvertrauen holen. Jetzt mal ein Eckball, immer eine gute Gelegenheit. Ian Doyle, das ist eigentlich verwerten, nicht selbst schießen. Darcy in die Menge. Kevin Jones, eigentlich eine gute Grätsche, aber na gut, holt eh nichts draus, also kann mir egal sein. Halbzeit. Schwache erste Halbzeit. Ja, vielleicht werde ich ein bisschen was im Mittelfeld hier ändern. Und jetzt kommt schnell Kontern. Bitte. Delfonese. Sehr schön. Tom White, Ronan, Darcy. Ist ein guter. Kevin Jones, Darcy. White mit viel Platz. Überhastet dieser Schuss. Ach, gleich kommt Crawford rein. Gute Gelegenheit. Ja, so, Crawford. Da. Zack.
Mal Raschel Zentrum. Und wohnen darf sie mal zum Metzala. Jetzt vielleicht ein bisschen ausgewogener. Sieht nach einem typischen 0 zu 0 aus, normalerweise. Bei uns wahrscheinlich ist ein 0 zu 1 nach 85 Minuten. Wäre auch ein bisschen zu wenig. Adam Senior klärt. Thwelket, was für ein Name. Breiter. Schön gespielt. Und der ist natürlich drin. Wenn wir so weitermachen, dann wird es einfach gar nichts mehr mit dem Aufstieg. Rang 11. Enttäuschend. So, einfach mal Wasserflasche werfen. Nur Rang 10. Gut, meine lieben YouTube-Zuschauer, die erste Partie war zwar gut, die zweite haben sich wieder eine Katastrophe gefühlt. Macht am Ende nach 12 Spielen 5 Siege, 2 Unentschieden, 5 Niederlagen. Wie es weitergeht, sehen. Morgen wieder nach einer Woche Pause, danach fängt natürlich direkt wieder an mit englischen Wochen. 2 Auftrittsspiele gegen Staten 8, dem 15. und Scunthorpe United, dem 21. Macht gut. Bis die Tage.